Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. In dieser Folge werden wir einen Bosskampf vollführen. Und ich hoffe, dass der ganz fantastisch ausgehen wird, aber wer weiß das schon so genau. So, wir werden einen Bosskampf machen auf sehr unorthodoxe Weise. Das hier ist das Schloss von Ilium Lois. Und wir haben eben erfahren, dass Ava uns beobachtet. Wir sollen umkehren, das tun wir aber nicht. Wir schreiten durch den Nebel und der Nebel ist tatsächlich direkt ein Bosskampf. Das hier ist die Boss-Arena. So, und das hier ist ein Bosskampf. Ich gebe mir hier einen Versuch. Wenn ich den Boss nicht schaffe, dann spielen wir ganz normal hier durch den DLC. Wenn ich ihn schaffen sollte, dann werde ich das Gebiet hier und den Boss in NG plus 1 bringen und die dann nochmal in der gewünschten oder in der vorgesehenen Art und Weise zeigen. Aber wir versuchen ihn erstmal auf diese Weise hier. Ich vermute, dass wir das nicht hinkriegen. Denn der Boss ist unsichtbar. So, da sehen wir bereits, das sind Zauber. Den können wir ausweichen, denn die sehen wir. Und den Boss sehen wir nicht. Hier ist der Boss. Wir haben ihn einmal getroffen. Und jetzt hat er uns erwischt. Wir sind ausgewichen. Und jetzt hat er uns getroffen. Wir heilen uns. Oh Gott. Wir versuchen wegzukommen. Heilen uns nochmal hoch. Jetzt hat er uns getötet. Hier sieht man den Boss. Man hat so ein bisschen durch den Schnee, der auf ihm gelandet ist, gesehen, was es vielleicht gewesen sein könnte. Man kann den Boss besiegen in der Form, in der er unsichtbar ist und man ihn nicht anvisieren kann. Es ist natürlich recht schwierig, denn man weiß nicht genau, wie, ja, wann er angreift, wie die Angriffe aussehen, wann man wegrollen muss. Das macht den Kampf relativ knackig. Ich habe jetzt vergessen, das Leuchtfeuer zu aktivieren. Das ist nicht allzu problematisch. Wir laufen einfach hier an allem vorbei. Ich habe den Boss schon mal besiegt, in der Form, in der er unsichtbar war. Mit einem Großschild und mit einem Rapier. Der Vorteil ist natürlich, dass man mit dem Großschild die Angriffe, die man ja nicht sehen kann, blocken kann. Und die Belohnung dafür, dass man ihn besiegt, während er noch unsichtbar ist, ist relativ schmal. Denn das Einzige, was passiert ist, dass man einen Turm in der Welt stehen hat, der ein Licht aussendet. In diesem Turm befindet sich nämlich das Item, das den Boss sichtbar machen kann. Und übrigens auch alle anderen unsichtbaren Gegner, sowie die in dem überschatteten Wald, in dem Nebelwald, in dem wir angegriffen wurden von diesen durchsichtigen Bastarden. Mit ihren Armbrüsten und Dolchen. Ja, aber man kriegt keinen besonderen Dialog, man kriegt nicht mehr Seelen, man kriegt kein Item oder so. Das Einzige, was passiert ist, dass man durch die Welt schreiten kann und dann eben dieses Licht in diesem Turm sehen kann. So, das ist das Leuchtfeuer, das ich hätte aktivieren sollen. Das habe ich leider vergessen. So, wir haben versagt, wir sind hops gegangen. Dementsprechend spielen wir den DLC so, wie er vorgesehen ist. Und finden eben das Mittel, mit dem wir den Boss sichtbar machen können. So, das gefrorene Ilium Lois.
Da hinten sitzt der Boss übrigens zwischen den beiden Türmen, aber man sieht ihn jetzt natürlich nicht. Und das ist das Licht, von dem ich sprach. Dort befindet sich das Item, das wir brauchen, um den Boss sichtbar zu machen. Wir könnten diesen Turm eben auch brennen sehen, nachdem wir den Boss getötet haben, wenn er dann unsichtbar gefallen wäre, was er nicht ist. Also, tja, eine Kleinigkeit im Grunde. Ist vielleicht ganz interessant, wenn man invasiert wird. Dann können Leute sehen, dass dieser Turm eben noch brennt. Obwohl man theoretisch schon den Boss hätte besiegen müssen. Wahrscheinlich würden die dann noch behaupten, dass man Hacker ist. Oder sie würden es gar nicht mitbekommen. Wer weiß das schon so genau. So, die Burschen hier nutzen Rapiere. Allerdings auf halbwegs clevere Weise, denn sie nutzen horizontale Angriffe. Dadurch kontern sie so ein bisschen die Schwäche eines Rapiers, dass man eben relativ leicht hinter den Nutzer der Waffe rollen kann. Das hat uns erwischt. Ja, die Waffen verursachen auch Blutung. Allerdings ist das ein sehr, sehr geringer Anstieg. Wir können das also geflissentlich ignorieren. Und sie haben einen Zauberangriff. Das hat man eben gesehen auf Projektil. Man kann ihre Waffen übrigens auch bekommen. Denn sie droppen sie natürlich auch. Und das ist eine sehr beliebte Waffe bei verfickten Faggots im PvP. Denn sie verursacht geradezu dämlich hohen Schaden, wenn man sie bufft. So, hier befindet sich eine geile Olle. Wir fragen sie mal, ob sie unseren Cox hacken will. Ah, sie will nicht unseren Cox hacken, deswegen zwingen wir sie dazu. So, okay. Und dann machen wir das hier. Schön. Ja, die greifen euch nicht an, ihr könnt die geflissentlich ignorieren. Die können, dazu später mehr. Da ist die Brücke mit dem Bosskampf, mit dem Bossraum und hier ist das Item, das wir brauchen. Dort an der Leiche, die dieses Feuer aussendet. Wir sehen auch schon den Weg, den wir nehmen müssen. Wir sollten nämlich von dort vorne kommen. Allerdings müssen wir noch weiter hier einem anderen Weg folgen, um dorthin zu kommen. Und hier sieht man viele lustige Hunde, die uns nicht staggern, da wir genug Balance haben. Ist das nicht toll? Der Riesenring zahlt sich auf jeden Fall aus. Flügellanze plus 7 gefunden. Interessante Sache, wenn man eine Lanze nutzen möchte, allerdings einem das erst einfiel, nachdem man Schloss Wrangleck besucht hat, denn dann bekommt man erst den Schlüssel, um hier überhaupt hinzukommen. Und 5 Fackeln, das finde ich natürlich sehr begrüßenswert. Dort hinten in der Ferne ist auch ein weiterer Turm und hier ist noch ein Turm. Der DLC ist relativ groß und weitläufig. Und hier gibt es viele optionale Dinge zu entdecken. Hier sieht man große Eisbrocken. Dahinter ist eine dieser Frauen. Und hier hinter ist ein Haufen voller Leichen, die alle Items tragen. Das lässt die Vermutung natürlich zu, dass irgendwann diese ganzen Eisbrocken, die man hier sieht, sich auflösen werden. Ob das der Fall ist, werden wir dann ja sehen. So, da haben wir einen Angriff abbekommen. Und wir versuchen die Meute davon Arschlöchern zu uns zu locken. Und hier sieht man, auch die sind in der Lage hier zu spammen, wie die Wilden. Das hat sehr gut funktioniert. Denn einer von denen will jetzt hier zu uns kommen. Den haben wir geschnappt. Da feuert einer auf uns und dann stellen wir uns hier hinter. Und knacken auf dessen Rüstung samt seines Körpers. So, der greift uns an, wir rollen hinweg. Dann schnappen wir uns den. Und er verfehlt uns natürlich. Und wie man sieht, hat der Typ hier genug Balance, dass wir ihn nicht staggern mit unseren Angriffen. Und diese Eiskristalle hier auf dem Rücken sorgen dafür, dass wir ihn auch nicht backstabben können. Das ist ein relativ spannender Gegner. So, hier ist noch eine von diesen geilen Noten. Aber die bringen uns, wie bereits erwähnt, überhaupt nichts. Und hier unten sieht man, da ist eine Leiche und die Leiche trägt ein Item. Ja, das lässt den Schluss zu, dass diese Kristalle hier ebenfalls verschwinden werden. Wenn wir etwas Spezielles tun.
weiterer. Und hier ist noch einer. Wir schnappen uns erstmal den hier, weil der leichter zu töten ist. Dann rollen wir ihn weg. Und holen uns erstmal einen kleinen Schluck Estus. So. Und dann rollen wir hinter ihn. So, man sieht, staggern können wir den nicht. Wir können ihm in die Fresse schießen mit dieser Kanone hier. Und dann machen wir einen Sprungangriff. Das hat leider nicht genügt. Ah, jetzt haben wir ihn. Ja, die sind recht zäh. Haben sehr viel Balance. So ungefähr wie die Sanktum, die Heiligtumretter im ersten DLC. In Chulva. So, hier ist nichts weiter. Allerdings finden wir hier ein Item. Und wir nutzen... Wir schmeißen erstmal die Sachen hier weg. Genau. Und dann nutzen wir den Pilz. So, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Das heißt, wir kommen sogar noch zum ersten Leuchtfeuer, nehme ich an. Das ist toll. Dort oben ist ein weiterer von diesen Bastarden mit ihren Fernattacken. Und hier ist eine weitere heiße Nudde. So, er trifft uns hier nicht. Wir könnten ihn natürlich locken. So, und ich möchte ganz gerne was ausprobieren, ob das gelingt. Wir werfen jetzt nämlich mal hier einen Köderschädel hin. Scheint nicht zu wirken. Sie scheinen das zu ignorieren. So, das hat er toll gemacht. Wir backstabben ihn. Wir haben da vorne einen Gegner gesehen, den wir versuchen ebenfalls nochmal zu locken mit dem Köderschädel, aber doch, es funktioniert gegen die. Cool. Ja, prima. Dann haben wir unsere Strategie ja hier gefunden. Wir können die nämlich ein bisschen auseinanderreißen mit Köderschädeln. Fantastisch. So, dann gehen wir hier rein. Das sah aus wie eine Nebelwand, war es aber nicht. Und hier schmeißen wir auch einen Köderschädel hin. Na gut, dann werfen wir den mal da rein. Passiert nichts. Wir werfen eine Feuerbombe. Dort hinten sehen wir nämlich jemanden. Na, kriegen wir dich? Ja. So, wie man sieht, kommt gleich die ganze Meute hier angeritten. Und wir schnappen uns die abgelenkten Burschen hier. Rollen dann mal weg. Immer. So. Bist du dran? Ja, Köderschädel sind recht praktisch hier in den DLCs und natürlich auch in diversen Gebieten hier im Hauptspiel. Staggern den Burschen und da ist ein Hund, deswegen habe ich die horizontalen Angriffe genutzt. So, und das war's mit ihm. Und dann öffnen wir mal die Tür hier. Dort vorn sieht man ein Gebäude, das was ihr dort seht, und da drin ist das Leuchtfeuer. In der nächsten Folge gehen wir da natürlich hin. Dieses Mal trinken wir ein bisschen leckeren Estus und ja. Adios!